Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Liebe Gemeinde, es war an meinem ersten Schultag, erste Klasse. Die Einschulungsfeierlichkeiten waren vorbei. Die Klasse war begrüßt worden. Man ging durch den Haupteingang zu den Einschulungsfeierlichkeiten, war man in die Schule gegangen und dann wurden vor der Schule noch ein paar Fotos gemacht. Wie gesagt, das war am Tag vorher. Nun aber war der erste richtige Schultag gekommen. Alle Klassen an der Schule waren 800 Kinder. Alle Klassen strömten in die Schule und ich mit meinem schlechten Gesichtserkennungsgedächtnis, ich kannte keinen wieder. Alles fremde. Und dann mussten wir auch noch zu einem ganz anderen Eingang in die Schule hineingehen, als am Tag zuvor, als wir dort miteinander reingegangen sind. Ja, wo war denn da jetzt nur der Klassenraum? Alle wussten scheinbar Bescheid, wie das hier abläuft. Ich nicht. Ich kam mir da ziemlich verlassen vor. Von einem Beistand spricht unser Text. Und wenn wir uns fragen, was hat das nun zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist eigentlich zu bedeuten? Was ist das eigentlich zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist? Dann ist das, was jedes Wort uns sagt, was im Deutschen so ungefähr mit Beistand oder mit Tröster zu übersetzen ist. Dann ist es das, was Beistand oder Tröster uns bedeutet. So ziemlich das Treffende. Als Jesus gestorben war, da waren seine Jünger sehr versteckt. Das harte Urteil, der Tod am Kreuz, das ließ sie in großer Angst liegen. Ja, all ihre Hoffnung, die sie in Jesus gesetzt hatten, all ihre Hoffnung war mit seinem Tod untergegangen. Und plötzlich erlebten sie Jesus als Auferstandenen. Plötzlich sahen sie ihn wieder. Er lebt. Ja, er lebt. Der am Kreuz gestorben war, er lebte plötzlich wieder. Er hatte den Tod überwunden. Und das gab den Jüngern neue Freude und neue Hoffnung. Aber wie nun weiter? Ja, wie denn nun eigentlich weiter? Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, sagt Jesus in unserem heutigen Predigttext. Und damit meint Jesus, ich will euch nicht ohne Orientierung zurücklassen. Ich weiß, dass mein Tod am Kreuz euch sehr erschüttert hat. Und ich weiß auch, dass meine Auferstehung euch vielleicht noch mehr durcheinander gebracht hat. Das gibt es ja sonst in der Welt nicht, dass einer, der tot war, wieder lebt. In der Welt kennt ihr eigentlich nur die andere Richtung. Das Leben vergeht und der Tod kommt. Und jetzt nach der Auferstehung zu Ostern, da seid ihr etwas ungläubig und verworren. Deshalb sagt Jesus, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich will euch nicht ohne Orientierung lassen.
Beistand sind und der euch Glauben durch all die Dinge, die ihr im Leben vielleicht etwas unscharf seht, durch alle die Dinge, die euch im Leben vielleicht etwas verwirren oder die euch beschweren. Einen Beistand, der euch durch alles hindurchführt. So wie es mir am ersten Schultag gegangen ist. So wie es mir am ersten Schultag gegangen ist, so geht es uns doch im Leben auch immer wieder, nicht wahr? Und da sind wir bei dem ersten Punkt. Wir sind nicht in der ersten Klasse. Und wir sind keine Kinder. Wir sind erwachsene Menschen, die sich in der Welt auskennen. Und wir wissen, wie die Welt läuft. Und wir haben das Leben kennengelernt. Und in vielen Dingen läuft unser Leben doch eigentlich auch ganz schön. Wir haben, was wir brauchen. Und es gibt so viel zu erleben. Im Prinzip leben wir in einem Wohlstand, den es höher auf der Welt eigentlich in kaum einem anderen Land in der Welt gibt. Und wie viele Menschen haben so viel Schönes, dass sie es schaffen, die negativen Seiten ihres Lebens auch irgendwie zu verdrängen. Vielen Menschen geht es so gut, dass sie versuchen, sich von den belastenden Dingen des Lebens irgendwie frei zu machen, sich kaum noch davon beeindrucken zu lassen. Das Erste, was wir heute bedenken müssen, ist: Erkennt doch eure Hilfsbedürftigkeit. Erkennt doch eure Hilfsbedürftigkeit und erkennt, dass es im Leben Dinge gibt, die könnt ihr nicht aus eurer Kraft machen. Erkennt doch, dass es im Leben Dinge gibt, auf die ich keinen Einfluss habe. Die kann ich nicht lenken, da kann ich auch nicht einfach drüber stehen. Und erkennt, dass diese Dinge nicht einmal die Nebensächlichen im Leben sind. Ja, es sind doch die Dinge, die mich eigentlich am meisten betreffen, die mein Leben ganz tief berühren. Die Dinge, die außerhalb meines Einflussbereiches liegen, die merken wir oft erst dann, wenn irgendetwas passiert ist im Leben. Eine Krankheit, eine eigene oder die eines lieben Angehörigen. Wenn ein Unfall ins Leben tritt und von einem Moment zum anderen alles ganz anders wird. Wenn Menschen mich enttäuschen. Und je näher sie uns stehen, umso schwerer ist es, das zu ertragen. Oder wenn das Angesicht des Todes hereinblickt. Angst vor dem eigenen Tod. Angst vor dem Tod, lieber Menschen. Die Trauer vor dem Grab. Der Verlust und die Einsamkeit. Es gibt so viel, was ich im Leben nicht beeinflussen kann. Und das sind nicht nur Einzelheiten. Das Entscheidende im Leben, das ist doch nicht mein Verdienst. Wir sind hilfsbedürftig. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einen Beistand. Und das zu erkennen, ist das Erste, was zu Pfingsten wichtig ist. Das Zweite, den Beistand auch wirklich anzunehmen. Das ist wichtig. Den Beistand auch wirklich anzunehmen. Wie schnell sind wir Menschen zu stolz, uns helfen zu lassen? Ich weiß nicht mehr, wie ich am ersten Schultag dann doch irgendwie ins Klassenzimmer gekommen bin. Auf jeden Fall hätte ich mir eine helfende Hand gewünscht und hätte sie auch nicht abgeschlagen. Als Kind. Als Erwachsener sieht man das oft anders. Da liegt es in uns Menschen drin, unabhängig sein zu wollen, selbstständig
ohne Hilfe, ohne Vormund, aus eigener Kraft etwas zu schaffen und sich selbst zu verwirklichen. Mein Haus, mein Auto, mein Werk, mein Leben. Sieh, das habe ich geschaffen. Wer nur so denkt, für den wird Pfingsten kein Fest, sondern eher ein notwendiges Übel sein. Wer so denkt, der wird einen Beistand und eine Hilfe erst dann annehmen, wenn es unbedingt nötig ist. Wenn es gar nicht mehr anders geht, zähneknirschend, nur als allerletzte aller Möglichkeiten, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Aber Pfingsten heißt, nimm den Beistand Gottes an. Sieh doch, du bist hilfsbedürftig. Du hast dein Leben nicht selbst in deiner Gewalt. Deshalb nimm doch Gottes Beistand an und nimm Gottes Beistand auch immer an. Vertraue von Anfang an auf Gott und nimm seinen Beistand von Anfang an an. Nimm ihn mit in dein Leben hinein. Nimm immer Gottes Beistand in Anspruch. Dann geht alles leichter und besser. Freilich, und das ist das Dritte, die Hilfe Gottes muss nicht zwangsläufig in deine Richtung gehen. Die Hilfe Gottes muss nicht zwangsläufig dort entlang gehen, wo du es dir vorstellst, nicht so, wie du es willst oder wie du es erdacht hast. Nicht so, wie du es am liebsten hättest. Pfingsten ist nicht das Fest unseres Anlammers. Als ich dann am ersten Schultag doch irgendwie im Klassenraum ankam, dann war nicht alles gut. Das war erst der Anfang. Erst der Anfang von 12 Jahren Schule im Sozialismus war das damals. Der Anfang vom Durchstehen müssen in einem kirchen- und glaubensfeindlichen System. Und immer wieder wurde mir klar, dass wir als Christen damals als Feinde und weltfremde Dümmlinge angesehen wurden. Aber immer wieder wurde mir auch klar, dass wir einen Beistand haben. Dass Gottes Hilfe, sein Geist uns zur Seite steht. Und wenn ich damals nicht singen wollte in der Schule, es rettet uns kein böses Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Wenn ich das damals nicht singen wollte oder wenn ich wegen der Konfirmation zum Direktor vorgeladen wurde und so weiter. Da war ich nicht allein. Von mir aus hätte ich das nicht durchgehalten. Gottes Beistand, sein Tröster, wie es unser Text sagt, hat geholfen. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, sagt Jesus. Gottes Geist ist mit uns. Wichtig ist, dass wir die Hilfe so annehmen, wie er sie uns schickt. Dass wir die Hilfe so annehmen, wie Gott sie uns schickt. Freilich wäre es mir lieber gewesen, ich hätte mich nicht für meinen Glauben vor dem Klassenlehrer oder vor dem Direktor verantworten müssen. Und jeder von uns wüsste sicher etwas, was ihm lieber gewesen wäre, wenn es im Leben anders gekommen wäre. Ohne Krankheit, ohne Unfall, ohne Missgeschick. Wenn manches besser gelungen wäre, wenn der Angehörige, den wir auf den Friedhof geleiten mussten, wenn er noch bei mir wäre und wenn der Tod nicht so grausam wäre. Jesus sagt, aber der Tröster,
den mein Vater senden wird in meinem Namen. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Und das ist doch das Größte. Frieden zu haben. Inneren Frieden. Frieden zu haben, Frieden mit Gott. Frieden im Blick auf die Zukunft. Trost und Frieden auch in dem, was wir zu tragen haben. Und was uns als Christen erwartet, ist eine große, friedvolle Zukunft. Frieden in Gottes Reich. Und dorthin, in Gottes Reich, dorthin müssen wir nicht allein tappen, straucheln oder wanken. Dorthin müssen wir nicht allein suchen, irren, oder dorthin müssen wir nicht allein Ausschau halten. Gottes Geist führt uns. Er führt uns durch unser Leben Tag für Tag. Er führt uns, damit wir sicher am Ziel ankommen. Und das ist Pfingsten. Deshalb, erstens, erkennen wir doch unsere Hilfsbedürftigkeit. Und zweitens, nehmen wir doch seinen Beistand an. Als drittens nehmen wir ihn so an, wie Gott uns seinen Beistand schickt. Denn sein Weg ist der Weg zum ewigen Ziel des Friedens. Amen. Und der Friede Gottes.